Let's play. Willkommen zurück zum Wolfenstein Let's Play. Bereich freihalten, okay. Wir sind hier gerade diese Steilmauer hin hochgeklettert. Ich glaube, ihr erinnert euch noch. Und müssen nun zu dem Kontrollraum, wo wir, ich glaube, es war eine Tür öffnen sollen. Genau, die riesige Eisentür. Ja, ja, Ritter natürlich. Mal gucken, ob... Ah ja. Nein, falsche Richtung. Was? Jawohl, Sir, ich mach doch schon. Fallgitter öffnen. Nicht auf dem Gegengewicht stehen. Ich finde das schön. Einerseits ist das alles sehr technisch und andererseits auch sehr mittelalterlich, wenn ich mir diesen Flaschenzug hier angucke. Kann ich hier durch oder... Oder hier? Den überwältigen wir einfach mal. Oh, der Hund. So ein Hund sollte ja eigentlich eine feine Nase haben. Aber so fein dann doch nicht. Okay. Ah, doch. Schnauze, Fifi. Der hat zum Glück nichts gehört, der Kommandant. So. Gucken, ob es hier noch ein paar hübsche Gemälde gibt. Ach ja, den kenne ich. Oh, die kenne ich auch. Ach ja, sieht aus wie meine Omi. Oder Opi? Ja, ja, ich glaube, das ist der Wüstenfuchs. Den kennen wir auch. Ah, guck mal, einen goldenen Kelch. Hat sich gelohnt. Einen kleinen Schatz wird zu Hause mitgenommen. So. Wir schauen uns hier noch weiter um, denn... Ach, guck mal hier, lecker. Schmackofatz. Geil. Ich weiß nicht, warum die Produktion eingestellt haben. Das war doch das beste Futter der Welt. Wir sollten hier öfter die Kisten öffnen. Denn ich glaube, da könnten auch so Goldschätze drin sein. Wenn er... Ah, verdammt! Schnauze! Gibt keine Verstärkung. Die sind alle tot. Wie ist unterwegs? Das wüsste ich aber. Hä? Oh, verdammt, da ist einer. Der guckt doch in die falsche Richtung, der Idiot. Oh ey, ich hab dir noch voll den Heddy verpasst. Heddy für den Eddy. So. Da ist auch die besagte Verstärkung. Komischerweise von hinten. Wir haben doch hinten eigentlich aufgeräumt. Mehr oder weniger. Stirb doch! Ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Und räume hier ordentlich auf. Zum Beispiel den Schnauze! Meine Fresse, der hatte schon einen Zahnstein. Nicht auszudenken, was wir für Infektionen hätten bekommen können, wenn er uns gebissen hätte. Verstärkung ist unterwegs. Hä? Oh oh. Verstärkung. Ah, ich habe eine Karte gefunden. Ah. Nicht gut. Wir sind in der Ecke. Ich glaube, der hat sich gerade selbst mit der Granate gekillt. Stirb! Ich schätze mal, wir können die Tür hier irgendwie öffnen, wenn wir den Schlüssel haben. Oder kann man hier... Nein. Wir sind ja hier nicht im Splinter Cell oder so. Schloss knacken geht nicht. Ja, kein Problem. Wir müssen nur den Schlüssel finden. Der wird schon irgendwo... irgendwo rumliegen. Ja, hier waren wir überall. Ich werde langsam zu alt für diesen Job. Ah, Kommandantur. Das hört sich richtig an. Zum Glück habe ich vor diesem Einsatz noch Deutsch gelernt. Sonst könnte ich auch hier gar nicht mit mir selbst reden. Ja, die Ritterrüstung, die irritiert mich manchmal. Da denke ich immer, da steht einer.
Ach so. Ich habe Cotri in Auftrag zu geben, dass sie ihrem Ego schmeichelt. Verschwenden Sie Ihre Farbe, General. Genau. Ich mach dich frisch, Mr. Tonkopf. Leider können wir das dicht nicht da rausschneiden, aber muss man auch nicht. Naja, das ist wieder so eine Kiste, die nicht kaputt geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist zu leicht. Das könnte eine Falle sein. Ich bin schon zu lang in diesem Job. Ah ja. Am besten ein wenig herumschleichen. Sie müssen ja nicht unbedingt wissen, dass wir hier oben sind. Hallöchen, du schlägst keinen Alarm. Ah, Wurfmesser. Und ein Erfolg. Okay, ein bisschen Wein suppeln. Die Moral ein bisschen verstärken. Alles klar. Jetzt habe ich zwei Messer. Das ist natürlich nicht schlecht. Und ich schätze mal mit der rechten Maustaste. Komme ich schon fast so vor wie so ein Ninja. Können wir die Messer werfen? Kann ich mir vorstellen. Gucken wir mal. Nee. Messer werfen. Geht nicht. Ja, zum Glück hatte ich auch eine Ausbildung in Japan bei den ganzen Kampfmeistern. So geht das. Verdammt. Schnauze da hinten. Verdammt, wir wurden ausgemacht. Nein. Auch der arme Hund, der hat rumgepiept. Der hat mir dann doch noch leid getan am Ende. Aber ich meine, der wollte uns ja fressen. Nein! Wir werden die langsam. Ja. Übermannt. Ja, bleib durch. Wir kommen jetzt zu einer Art Innenhof. Ja, ich mach doch schon so schnell ich kann. Captain, oder ich weiß nicht, welchen Rang du hast. Ich überlese sowas immer. Aber der Rang ist auch Nebensache. Wir sind hier im Krieg. Da zählen nur die Ergebnisse. So. Ah, hier wird aber lecker gespeist. Wir essen natürlich das Hundefutter. Ah, hier, komm, ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ui. Von wo? Ach, da. Kein Wunder, dass ich nichts gesehen habe. Okay. Ein paar Tagebuchzettel oder so. Interessiert uns nicht. Ich will meine Thompson wieder haben hier. Ha, die ist doch viel besser. Auch wenn sie nicht made in Germany ist. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Oh. Stirb! Keine Verluste! Ich hab gesagt, stirb! Ich muss aber sagen, die deutsche Waffe ist, glaube ich, präziser wie die. Aber die hat einen schöneren Waffensound. Das ist natürlich wichtig. Wenn man die Wahl hat zwischen der präziseren Waffe und die sich schöner anhört, dann nimmt man die mit den schöneren Klang. Yeah. So. Die hätten wir, glaube ich, alle ausgeschaltet da unten. Alter, das war aber eng, armer Hund. Oh, oh. Was ist denn da? Stirb! Ja, direkt mehrere. Auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, die haben genug. Lecker, Schmackofatz. Bisschen Leben. Toll. Nicht schlecht.
So ein bewegliches MG. Ach so. Jo. Ja, toll, der mal weiter werfen. Stirb! Sind das meine Kollegen da oben? Nein, ne? Einfach mal drauf schießen. Ne, die leuchten so blau. Hör doch mal auf zu singen, das ist grässlich. Alter, die haben schon wieder Verstärkung da unten. Den ersten haben sie es aber schön gezeigt. Gute Arbeit, Captain. Gut, alle Mann schon im Flugzeugwrack. Leskowitsch, wir treffen uns doch. Alles klar, zum Flugzeugwrack. Bin schon auf den Weg. Ich gucke nur eben hier nach ein paar deutschen Schätzen. Ja, ja, die haben ja genug Reichtümer angesammelt hier. Das ein oder andere Gemälde kann ich mitnehmen, wenn ich es denn finde. Ja, ein Brief. Enigma. Ah, wir haben einen Enigma-Code gefunden. Sammle Enigma-Code-Fragmente, um die Enigma-Code-Puzzles in der Extra-Sektion im Hauptmenü abzuschließen. Gelöste Enigma-Puzzles schalten Bonus-Modi frei. Aha, wir haben schon mal einen. Nicht schlecht. Keine Ahnung, ob das gut ist, dass wir jetzt schon einen haben oder schlecht. Totentransport. Noch mehr Tote. Hab alles viel zu oft gesehen. Verdammt. Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Bleskovic. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Eine Brechstange. Okay. Ja, Sir. Bist du gläubig, mein Gott? Ich bin Baptist. Ich schätze, Sie springen lieber. Sie zuerst, Wild. Gehst jeden Sonntag in die Kirche. Habt ihr denn keine Kirchen in England? Gibt's da keine Priester? Doch. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf Sie ab. Das ist das Problem. Brummschädel! Blondie! Jetzt Sie! Brummschädel. Was bin ich? Na los, das schaffst du, Blondie. Ja. Okay, ich glaube. Kommen Sie, Bleskovic! Ja, ja, ja. Ja, also mal so eine Hand reichen, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Danke, Dr. Haus. Oh, verdammt. Oh, das ging auf die Birne. Meine Füße sind gebrochen. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, genau das, was der macht, wollte ich auch gerade sagen. Eine Menge Asche. Versuchen Sie die Tür aufzukriegen. Los. Sehen Sie die Rohre? Die Rohre, ja. Natürlich sehe ich die Rohre. Irgendwie sieht der ganze Raum aus wie ein Verbrennungsofen. Was? Was haben Sie da gemacht? Tut mir leid, ich dachte, das wäre für die Tür. Nein. Ofen eingeschaltet. Abschalten Sie den Schalter. Ist der doof, ey. Scheiße. Versuchen wir den hier. Komm schon. Oh, komm schon. Ja, ruh dich aus. Wir sind... Es tut mir leid, es tut mir leid. Da, ein Schlüsselloch. Suchen Sie den Schlüssel. Oh. Natürlich, ja. Suchen Sie die Schlüssel, der ist mir witzig. Finden Sie die Schlüssel und machen Sie das Scheißding auf. Da sind doch Schlüssel. Ja, ja, komm. Wir haben den Schlüssel, keine Schätze mehr suchen, zumindest nicht jetzt. Warnung, Achtung. Dann wird hier ein bisschen warm. Bringen Sie Fremder jetzt in Sicherheit. Natürlich. Machen Sie
Freundchen, du wiegst aber. Sie brennen, Sir. Scheiße, Drecksfeuer! Ja. Was soll das hier? Leskovic, Sir. Haben Sie so was? Was ist das denn? In Position, Leute! Oh, wow. Oh. Er schießt es! Ja! Zerstören Sie sein Atemgerät! Ja! Verdammt! Ich muss die deutsche Waffe nehmen. Und jetzt machen wir einen auf Rambo. Oh. Aua! Das Gesicht ist ungeschützt! Ja, nachladen, bisschen schneller bitte. Deine Fresse, du Hackgesicht! Oh. Alter Schwede. Ja. Da bleibt nicht mehr viel übrig, außer ein bisschen Gulasch. Alle noch am Leben? Jawohl. Der Verbrennungsofen ist aus. Meine Fresse, ey. Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was. Da kommt jemand. Da kommt jemand? Von wo? Captain Blazkowicz, Sir, hören Sie mal. Ach, das ist doch die Hackfresse. Das gibt Albträume, ey. Nein! Das war schön mit euch zu dienen, glaube ich. Du Hackfresse. Ja, großartig. Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Oh. Eine ganze Weile her, dass ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie, ich kenne sie. Oh, sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Mit mir? Da müssen Sie jemand anderen suchen. Ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Doch. Ein Jammer. Die Frage ist das jetzt gut für den oder schlecht? Helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Gar keiner. Ich habe keinen Platz. Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen leicht. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Was? Hier! Nein! Okay, Private. Sie sind noch jung. Er ist schon älter. Ich entscheide mich dann. Ja, bevor beide abmurkst für den hier. Tut mir leid, Dr. House. Die Serie ist sowieso schon abgesetzt. Ich hätte ja den anderen gewählt, aber ich folge Ihrer Entscheidung. Entschuldigung, Sir. Captain Blazkowicz. Schon okay, Blazka. Es ist Krieg. Menschen sterben. Meine Zeit ist um. General Totenkopf. Heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen.
Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Bleib's hier! Oh, auf Wiedersehen. Und das war's auch schon für diese Aufnahme. Es bleibt spannend. Wir haben unseren, ja, Dr. House. Ich weiß seinen Namen nicht, ich nenne ihn Dr. House. Er sieht so aus wie Dr. House. Wir haben unseren Dr. House verloren, weil wir uns für ihn entschieden haben. Wir haben uns für den jungen Private mit den schönen blauen Augen entschieden, denn er hat sein Leben noch vor sich. Und er hat uns das Leben vorhin gerettet. Also, ich musste mich für einen entscheiden und es tut mir leid, aber die Wahl ist gefallen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir uns hoffentlich an Mr. Totenkopf rächen. Dafür, dass wir das mit ansehen mussten und solch eine Entscheidung treffen mussten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.